Overcooked. Overcooked. Das klingt so, als würde ich schon wieder mega überredet worden sein zu dem Spiel. Hab ich gar nicht. Stimmt. Aber wir haben es lange nicht gespielt. Du musst mal drücken. Okay. So, dann wählen wir mal unseren Koch aus. Oh, wie war denn das? Einfach nach links und rechts. Oh, guck mal, da bin ich doch. Granny. Ja. So, das ist gut. Super, richtig gut zum Unterscheiden. Wenn man zwei richtig Pandas. Verwirrung haben will. Hey. Oh mein Gott, Weihnachten. Oh. Ein Geschenk. Ist aber neu tatsächlich, oh, glaube ich. Gut, also ihn kenne ich auch noch nicht, glaube ich. Und das Geschenk ist auch neu. Hehe. Er ist auch mega cool hier mit seinen Zähnen. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, tatsächlich. Nimm doch das Geschenk. Was spielen wir denn eigentlich? Ich habe angenommen. Ja. Hä? Oh, nochmal. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, Mann, ey. Ich habe eine falsche Taste. Was spielen wir denn? Spielen wir gegeneinander? Spielen wir Story-Modus? Was? Oder? So. Was haben wir denn sonst immer gespielt? Wir haben sonst immer den Story-Modus gespielt, aber damit sind wir ja durch. Das heißt, was gibt's jetzt noch? Ach komm, wir spielen einfach den Story-Modus. Wir könnten gegeneinander spielen, wer besser ist. Haben wir noch nie probiert. Nee. Aber es ist hier gar nicht so schlimm. Also wollen wir jetzt auch mal was sagen? Ja, klar. Was für Spiel? Ja, wir spielen Overcooked. Okay. Aber wer es noch nicht mitbekommen hat. Spielen wir schon eine ganze Weile, aber schon eine ganze Weile nicht mehr. Ihr seht ja, wir haben ja schon einige Sachen freigespielt. Warum ist denn... Wo sind denn unsere freigespielten Sachen? Oh nein, wir haben das jemandem gezeigt und haben dann wir haben überschrieben. Yeah. Nein. Oder vielleicht kann man es noch laden, ich weiß nicht. Ja. Aber egal, wollen wir es einfach so trotzdem, erstes Level und so? Nee, das ist die Story. Ich wollte gerade sagen, das... Da ist der König. Willst du die, achso, wir müssen jetzt eh zu ihm. Ja. Weißt du was? Wir machen jetzt einfach eine neue. Okay, ja. Wir fangen nochmal an und machen einfach eine neue Story und dann kann man das auch ein bisschen erklären. Ich hoffe, dass die Alte trotzdem nicht weg ist. Wäre richtig traurig. Dass die Alte nicht weg ist. Das wäre nicht traurig. Oh. Dass die Alte nicht weg ist. Ach so. Okay. Tatsächlich. Der Spielstand ist weg. Boah. So, also ein neues Spiel. Unser alter Spielstand ist weg. Wir haben also für die nächsten Wochen ja, zu tun. Also es ist ein kooperatives Couch-Koop. Zum Beispiel. Also wir spielen es als Couch-Koop. Man kann es auch online spielen mit seinen Leuten, Freunden, wie auch immer. Tutorial. Da ist es so dunkel aus. Was guckst du denn jetzt? Ich guck gerade, weil ich... Folgendes beruht auf wahren Begebenheiten. Nur die Namen, Orte und wurden ausgetauscht. Ich habe das letzte nicht mehr gelesen. Ist ja nicht schlimm. Aber das steht doch alles da. Ja, aber man kann ja trotzdem für die Leute, die nicht lesen können, vorlesen. Ja, das stimmt. Kurz nach der Teepause. Endlich. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um diesen Nobelpreis zu gewinnen. Schau es dir an, Kevin. Das berühmte Grimorium Gastronomicon. Oh, das kannst du besser als der Bau. Wuff? Was? Wuff? Das ist nicht gefährlich. Stell dich nicht so an. Dieses Buch birgt das Geheimnis zu ewig währender kulinarischer Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann Hefe ein. Lasse die Mischung gehen, bis die Hefe eine volle schaumige Form annimmt. Kein Wuff? Ich dachte, du übernimmst mal Kevin, nee. Den du mitbringst, Kevin. Mische Salz und Öl und vermenge es mit dem Mehl.
Knete den Teig und bedecke ihn mit einem feuchten Tuch. Oh, oh, und dann lasse ihn aufgehen. So. Seitdem ein Running Gag? Nein, nicht, nein. Ich sag's nicht. Aufgehen, auferstehen. Ja, hat er einen Fehler gemacht. So war das nicht gemeint. Jetzt ist es das Unbroten. Oh Gott. Was denn? Also wenn wir Horrorfilme gucken, kommen da auf jeden Fall auch immer Unbroten vor. Das sind nicht die Untoten, das sind immer die Unbroten. So cool. Eigentlich ist das Spiel überhaupt nicht gruselig oder gefährlich oder gewalttätig. Als meine besten Köche, also zumindest jene, die gerade hier sind, kümmert euch darum, schlagt sie zurück. Die scheinen richtig hungrig zu sein, also los. Ja, wir dürfen jetzt in dem Tutorial ein wenig zeigen, worum es im Spiel eigentlich geht. Beziehungsweise, bevor wir losgehen, die Zeit läuft noch gar nicht. Wir sind zwei noch nicht wirklich Starköche. Wir haben keine Ahnung von nichts. Machen mal ein Stückchen leise, damit das nicht so laut ist auf dem Mikrofon. Und müssen jetzt kooperativ dafür sorgen, dass die Unbroten in dem Fall noch, nicht die Gäste, in dem Fall sind es die Unbroten, kulinarisch versorgt werden. Ich habe die da noch nie gesehen. Die stehen hier an der Ausgabe. Ja. Also bei dem Spiel ist man immer wirklich so unter Zeitdruck und guckt, wohin man rennt, was man schnippeln muss und kochen muss und tralala bums. Egal, wir spielen einfach. Mir ist das noch nie aufgefallen, dass da die Unbroten warten. Also ich bin unten, Steffi ist oben. Ich bin blau dementsprechend und werde ihr jetzt ein bisschen was zum Schnibbeln geben, damit sie, und zwar oben links haben wir Teller, komm. Aber kann ich auch direkt nehmen. Und geht dann raus. Mate. Ja, kriegst du gleich. Schnelllaufen geht auch. Soll ich das gleich hier rauf machen? Ja. Ja. In dem Fall, der zeigt das mir auch noch an, dass er wirklich nett ist. Ist halt wirklich das Tutorial, ne? Oh, ich habe einfach illegalerweise Tomate geschnitten, auch wenn das keiner braucht. Das ist schlecht. Wir brauchen jetzt aber alles drei tatsächlich. So. Ach, gut. Ich mach das doch immer anders, als du willst. Hier rauf? Ja. So, raus. Ich leg's dir auch wieder alles hin. Man kann doch irgendwo rennen, ne? Ja, auf Kreis war das. Wir spielen an der PlayStation. Das Spiel ist im Übrigen für Xbox, PlayStation, Switch, Windows, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Und sogar für Linux verfügbar. Also so ziemlich jeden Scheiß. Sie hat erstmal einen. Ich wollte rennen und habe den Salat weggeworfen. Salat? Hier? Auf dem Teller vielleicht? Ich weiß nicht mehr, wie man rennt. Hier, Kreis, rechts. Salat bräuchte ich. Ich weiß nicht, was... Ich gebe auf. Ja, hier ist dein Salat, komm. Glücklich. Mir fehlt Teller. Warum? Ach, da, hier. Einmal Salat bräuchte drauf. Gucke auch? Ja. Oh, Salat hast du gar nicht mehr. Was? Gib mir den Salat! Einen schaffen wir vielleicht noch. So, raus. Einmal Salat noch. Oh, hast du gar nicht. Gib mir nur eine Gurke. Eine Gurke? Hast du das schon? Nein, nur eine, nur Salat meint die Scheiße, ich meinte Salat! Hier, hast du. Aber ich habe auch echt Scheiße gebaut. ja, wie schon gesagt, für alle möglichen Konsolen auf jeden Fall zur Verfügung. Kommt man gar nicht dazu, was zu erzählen hier gerade. Ja, und in dem Tutorial haben wir jetzt einfach gemerkt, dass die zu gefräßig sind. Also, tja, also die Roy ist zu gefräßig. Wuff. Wuff, das dann zweimal. Nein, spiel dich den Helden, Kevin. Schnell, zurück zum Schloss. Rückzug. Zu zweit übrigens ziemlich gechillt. Können wir bis zu vier Spielern spielen, dann wird's richtig was? Oh ja, ich habe nur Sprinten. Achso, dann wird's richtig witzig, weil dann wird's koordinativ einfach nicht mehr möglich. Ja. Ihr seid vielleicht meine besten Köche, aber ihr müsst noch lernen, wie man mit solchem Appetit umgeht. Kevin und ich möchten die Meute aus dem Schloss heraushalten, vorerst. Können. Was? Können? Oh. Aber sie möchten das auch, ich bin mir sicher. Aber wenn die Unbroten vom Schloss aus über das Land herfallen, ist das ganze Zwiebelreich in Gefahr. Wir müssen schnell handeln. Wuff. Was? Stand Wuff. Echt?
Natürlich. Die königliche Küchenkutsche. Gott, Küchenkutsche. Sie hat ja, ja was? Ich habe nicht gedrückt. Ich auch nicht. Egal. Wieder einmal scheint ihr Köche unser Königreich retten zu müssen. Also, das heißt, wir spielen gerade die zweite Overcooked 2. Es gibt also noch Overcooked aus 2016, wenn mich gar nicht alles täuscht. Haben wir noch nicht gespielt. Die zweite Version ist doch ein bisschen schöner. Die geht von alleine weiter. Ja. Das haben wir leider nicht weitergelesen. Wir sollen aber uns ein Fahrzeug nehmen. Genau, wir sollen hier raus. Das wissen wir schon, wir haben es ja schon mal gespielt. Wir können hier übrigens auch uns lustig boxen. Warte mal. Oder hier. Schimpfen. Aber wir gehen jetzt mal raus. Das Schimpfen kannst du übrigens hier oben machen. Auf Dreieck. Aber da ist AI Emote. Emote, ja. Ist ja cool. Hast du das noch nie gemacht? Nee, warum soll ich denn auch schimpfen? Ich schimpfe ja so mit dir. Ich nasche mal so. Ja. Oh, das war ein großes Stück. Hm. Na, dann fahren wir mal zum ersten. Zack. Also je mehr Essen oder je mehr Gerichte man zubereiten kann, umso mehr Punkte kriegt man auch. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest. Nö, ich glaube nicht. Und man muss oben links immer schauen, was man zubereiten muss, was gefordert wird. Ja. Also es macht nicht so viel Sinn. Man kriegt auch Minuspunkte, wenn man mal was rausschickt. Da ist so eine kleine Zeitstrahl darunter. Und der wird von grün irgendwann rot, blinkt und dann ist vorbei und dann wird das abgezogen. Oder nicht die gleiche Summe, aber es wird abgezogen. Hier zeigt er uns jetzt das Rezept für Sashimi. Einmal das und einmal blau. Fisch schneiden oder anderen Fisch schneiden. Okay. Eigentlich relativ entspannt. Ich habe den roten rechts. Genau. Und wir können hier dafür diesmal alles... Wir brauchen erst blauen zweimal. Ja, schon dabei. Oh, ich hab den, was ist denn mit dem Fisch los? Warum landet der nicht auf dem Teller? Oh, wir haben den Fisch einmal auf den Boden geschmissen. Wo geht's denn raus? Ja? Und noch einmal, jetzt darfst du einmal... Das können wir eigentlich so ein bisschen unabhängig voneinander machen. Ja, das ist ganz gut. Nur, dass die Teller... die sind hinten dort. Müssen die gewaschen werden? Nein. Also Teller abspülen kommt später noch dazu. Oh Mann, das ist ja hier schon. In den späteren Leveln. Also geht das hier gerade ziemlich schnell von der Hand. Normalerweise, das erste Level ist immer schön einfach. Man denkt, oh, ist ja nicht gerade, du sollst noch nicht rausbringen. Warum? Weil du nicht gewollt, jetzt wird es erst gewollt. Ja, war doch gerade. Wenn du es rausbringst und es nicht gewollt ist, dann ist doof. Nein, ich guck doch immer. Echt? Entschuldigung. Ja, natürlich. Guck mal, da ist immer mein orangener Fisch dabei. Entschuldigung, ich habe das anders gesehen. Geh weg. Du weg. Also auf jeden Fall ein Spiel, was für viel Harmonie sorgt. Also wir haben das schon einem anderen Pärchen empfohlen. Und die haben... die haben uns ein bisschen gesagt, das war aber nicht gut, dass ihr das uns gezeigt habt. Die scheinen sich dabei gerne an. Na gut, das mache ich auch gerne. Ja. Gerne an. Boah, das ist aber lange Zeit hier, ne? Für die zwei Fischdinger. Ja, wie gesagt, das erste Level. Ach, da sind wieder Teller. Das erste Level ist eigentlich ziemlich entspannt. So. Ach, Kontaktlinse. Was machst du denn da schon wieder? Ich brauche einen Teller. Wieso kannst du das rausbringen? Hä? Du kannst einfach mit dem Geschnittenen zum Teller gehen. Ja, da war kein Teller. Ach so, schreib mir nicht an. Boah, ey. Aber Gott sei Dank ist ja alles aufgezeichnet, zeige ich dir. Ein bisschen Koordination stehe. Braucht man hier schon, also da muss Steffi noch ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum wir nur Trinkgeld mal 1 haben, wir sind voll schnell eigentlich. Ja, 30 Sekunden oder 22. Also ich glaube, wir sollten... Willst du mich verarschen? Jetzt hast du meinen Fisch dahin gelegt. Oh, ist ja doof. Wir brauchen hier Koordination. 5 Sekunden. Schaffst du es noch? Den habe ich auch noch geschafft. Hast du noch? Ja. Warum hatten wir Trinkgeld nur 4? War einfach. Ja, wenn man das erste Mal spielt, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Ja, weil... Aber völlig okay. Kevin freut sich, alles ist gut. Ja, wenn der Hund sich freut, ist eh alles gut. Und das Geschenkband, eh. Kann man, hab ich schon gesagt, kann man auch online spielen, ne? Ja.
Ja, das müssen wir eigentlich mal wieder machen. Jetzt gerade in der Zeit wäre es sowieso mal ganz witzig. Aber man braucht natürlich, ich glaube, es ist kein Cross-Plattformer. Es ist sowieso alles noch in der Schwebe, was da genau miteinander funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Egal. Ansonsten, nee, wir haben das. Wir haben es noch nicht online gespielt. Nee, wir haben es aber auf dem PC. Aha. Ja. Also werden wir es nochmal definitiv. Wir spielen einfach noch ein zweites. Ja. Spaß. Ja, alles gut. Also ihr habt auf jeden Fall über mehrere Abende Auseinandersetzungen. Das Spiel hat sogar die Auszeichnung des Best Family Game Awards bekommen. Ach, guck an, Streber. Selber Streber. Ja, jetzt kriegen wir ein neues Rezept. Sehe ich schon. Und zwar Sushi. Aber mit gekochtem Reis. Genau. Jetzt fängt langsam das minimale Absprechen an. Wir haben Fisch, wir haben Reis und wir haben... Blätter. Genau, und die müssen wir irgendwie alle zusammen machen. Okay, einer macht Reis, oder? Ich mache Reis. So, und da müssen wir aufpassen. Der könnte nämlich auch ankochen, sage ich mal. Ankochen, das klingt auch ein bisschen komisch. Aber man sieht jetzt hier, die läuft die Zeit. Wer läuft hier denn durch? Ja, das sind die Fußgänger, die laufen durch, um es ein bisschen schwerer zu machen. Oh, das muss früh genommen. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich hab voll Blödsinn gemacht. Hier hinten ist dann alles soweit fertig. Kannst du den einen schon weg? Perfekt, dann steche ich den schon mal. Der zweite. Ich hole mal die Teller ab. Geh weg, geh weg. Was ist denn hier? Ach, da fehlt Reis. Warum hast du den Reis auf den Teller gemacht? Guck mal, hier fehlt der Reis. Den kannst du doch einfach umswitchen. Alles halb so wuff. Was machst du da jetzt? Den Reis bringe ich dir immer hoch. Ich hole mir doch gar keinen Reis. Hast du nicht gerade unten? Nein, ach, dann war das der Fußgänger. Einmal rumzugehen, aber... Das ist mir eindeutig zu langsam hier weg. Ja, wie ihr seht, das geht relativ entspannt von der Hand hier. Noch? Boah, was hab ich denn jetzt in der Hand? Warum ist denn hier Reis? Was hab ich hier? Ah! Ich weiß nicht, was du da machst. Der Teller gehört doch dahin, genau. Ist doch logisch. Oh. Ah, so. Kann der eine schon raus? Ja, gut. Du stehst im Wege. Auf den Teller. Ach, Moment. Ja, ich hab keinen Teller. Da ist ein Teller. Teller. Zack. Auch gut. Ja, schaffen wir noch. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann es sind. 3 Minuten Zeit, glaube ich. In dem Fall. Jetzt sind wir richtig ruhig, richtig konzentriert. Brauchst du jetzt den Teller in der Hand? Warum nimmst du mir den Teller? Wir drücken wahrscheinlich immer 26 Sekunden haben wir noch. Wenn wir gleichzeitig drücken, passiert es, glaube ich. Ich leg dir mal den Teller schon mal mit Reis dahin. Und den bringe ich raus. Krieg ich noch. Ja, ja. Aber ich glaube, noch einen kriegen wir da nicht mehr. Okay. Ja, war jetzt aber auch nicht schlecht. Hatten wir da nicht vorher ein fehlgeschlagenes Rezept? Nee. Das muss man mal angucken. Ja, so sind die ersten 2 Level. Die nächsten, oder welche der nächsten... Wir werden richtig hart. Ey, wir könnten daraus eine Serie machen. Wir spielen das Spiel einfach durch. Und zeigen es nebenbei. Oh, das wäre echt hart. Ja, also da gibt es noch Level. Da fängt es auf einmal an zu brennen. Da muss man einen Feuerlöscher machen. Brennen kann es sowieso. Jedes Mal, wenn man vergisst, den Reis rechtzeitig vom Herd zu nehmen. Ja, genau. Ja, aber das Level war nochmal zusätzlich, dass es da brennt. Ja. Oder man kocht auf verschiedenen Ebenen. Da muss man sich die Sachen zuwerfen. Auf dem Boot? Auf dem Schiff? Ja. Oder war das im ersten? Ich weiß gar nicht.
Da war es noch im Heißluftballon. Ja, genau. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, tatsächlich. Kann man auch gar nicht, weil das, was dann passiert, ja, es ist eigentlich mega lustig zu zweit, auf jeden Fall. Kann man super, man kann es auch allein spielen. Aber ja. Es ist eigentlich so ein Kommunikationsspiel. Ja, genau. Es macht schon Spaß, wenn man sich da gegenseitig im Weg rumläuft und der andere einem nicht das bringt, was man braucht. Oder so. Was? Tja, ich weiß ja nicht, was du meinst. Wir spielen bestimmt noch weiter. Vielleicht zeigen wir sogar noch mal die eine oder andere Runde, wenn wir hier am Spielen sind und irgendwann uns völlig ankabbeln. Und so lang kreise ich um diese Ampel. Nein, geht so auf. Oder noch ein paar andere Spiele, mal gucken. Nein, ich bin... Achso, übrigens können wir beide das steuern. Aber ich weiß nicht mehr, irgendwie konnte man das... Ich habe keine Ahnung. Okay, dann Schluss für heute. Genug gespielt. Schlafenzeit. Ja.